Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mod-Installations-Tutorial von den Bubu Makers. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch Shader auf euer Minecraft installieren könnt. Und das Ganze ist ein klein wenig kompliziert. Und zwar braucht ihr als allererstes sind die Requirements, das Optifine Ultra, ganz wichtig, und der GLSL Shader Mod. Aber Download-Links sind in der Beschreibung. Hier unten habe ich dann noch 5 Shader Packs, die ich euch am Ende noch zeigen werde. Aber zuallererst einmal, ich bin jetzt ein bisschen raus. So, ja, jetzt habe ich es. Ist wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt das Optifine, weil ich mache das jetzt für die 1.5.2 und auch downloadmäßig wird das wahrscheinlich für die 1.5.2 sein. Tut mir leid, da ist jetzt, ich kann das jetzt nicht universell machen. Auf jeden Fall, also für das Optifine schon, aber für das GLSL leider nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall müsst ihr dann darauf achten, dass ihr hier bei dem Optifine, das ist ja dann immer Optifine Ultra, also HD Ultra, und dahinter steht ja dann eine Version. Das hier ist jetzt D2. Bei dem GLSL Shader gibt es das auch. Dann ist das auch D2 oder D3 oder ne, ganz viel. Auf jeden Fall müsst ihr da ganz unbedingt darauf achten, dass die Optifine Version und die Shader GLSL Shader Version übereinstimmen. Das muss dann beides, wie jetzt hier zum Beispiel D2 sein. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das aber alles so beachtet habt und das so habt, dann habt ihr nichts falsch gemacht, dann ist alles perfekt und richtig. Dann braucht ihr nur noch, da müsst ihr noch Folgendes machen, da müsst ihr in euren Punkt Minecraft Ordner gehen, dazu drückt ihr Windows-Taste und R, dann öffnet sich dieses Fenster, wo dann die Leiste ist hier, da könnt ihr dann, müsst ihr dann reinschreiben Prozent, AppData, Prozent. Und dann drückt ihr auf OK, dann öffnet sich das Fenster hier, dann seid ihr in eurem Datenroaming. Und dann ist da der Punkt Minecraft-Ordner. Da müsst ihr danach suchen, dann geht ihr da rein. Und dann habt ihr hier auch ganz viel Zeugs drin, was aber nicht weiter wichtig ist. Weil ihr wollt ja dann in die Bin und dann in die Jar. Das ist das, wonach ihr sucht. Die Jar ist jetzt bei mir hier so ein WinRAR-Dingsens-Design, bla bla. Bei euch müsste das ein Blatt Papier mit einer Kaffeetasse drauf sein. Und ihr müsst darauf achten, dass das kein Bindestrich 147, 152, 15 und oder so ist, dass es keine Versionszahl dahinter hat, sondern nur Minecraft darf da stehen. Wenn ihr das soweit habt, dann drückt ihr einfach rechte Maustaste, öffnen mit, WinRAR-Archiver, also ich empfehle euch da den WinRAR-Archiver, müsst ihr nicht machen, aber ist ja praktisch dafür. Es gibt ja auch noch 7-Zip. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier ganz viel in dem Ordner drin, also in der Jar. Also Ordner und Class-Dateien. Zuallererst löscht ihr dann den Meta-Inf-Ordner, der verhindert nämlich, dass ihr Mods installieren könnt. Dann hat er den jetzt gelöscht. Und dann müsst ihr erstmal das Optifine installieren. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Wo ist denn jetzt? Da ist der Shader. Okay, den tue ich mal hier hin. Nee, den tue ich hier hin. So. Nee, das hier auch mal. So, dann müsst ihr auch Optifine öffnen. Das ist dasselbe. Auch öffnen mit WinRAR-Archiver. Da habt ihr dann auch jede Menge drin. Auch Class-Dateien. Und hier den Ordner. Und dann müsst ihr das alles hier rein... Warte, einmal kurz. Entschuldigung. Müsst ihr das alles hier reinziehen. Allerdings müsst ihr beachten, der oberste Ordner hier, der darf nicht mit rein. Das ist ein Dateiordner, da steht Punkt, Punkt. Der darf nicht mit rein, den dürft ihr nicht auswählen. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, drückt ihr Shift rechts bei den Cursor-Tasten und Cursor-Taste nach unten. Dann wählt ihr euch alle Dateien aus. Und wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr die einfach hier rein in die Jar. Dann kommt das Fenster, ihr drückt OK. Der macht. Und dann habt ihr auch schon Optifine installiert. Das ist ein kleines Ding, das ist eine Minute gemacht. So, wenn ihr dann Optifine installiert habt, könnt ihr das auf Seite tun. Dann ist das weiterhin unwichtig für euch. Dann müsst ihr den GLSL Shader Modifikations Mod bla 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 bla. Müsst ihr euch dann installieren. Das ist dann auch öffnen mit. Hier geht das irgendwie nicht, weil das eine andere ZIP-Datei ist. Auf jeden Fall mache ich das mit Doppelklick. Und dann habt ihr hier, hier drin auch nur einen Dateiordner. Das ist aber jetzt wichtig, dass ihr, wenn ihr nur diesen einen Ordner habt und sonst nichts, öffnet ihr diesen Ordner. Und da drin müssen dann auch Class-Dateien sein. Wenn ihr das habt mit den Class-Dateien und den Shaders-Ordner hier oben, seid ihr richtig. Dann wählt ihr den Shaders-Ordner aus, macht dasselbe wie vorhin, Shift-Cursor-Taste nach unten, wählt das alle aus, der oberste Dateiordner darf nicht mit rein. Zack, am besten in keinen Dateiordner hiervon und dann zieht ihr hier alles rein. Einmal kurz im Ausrichten, dann kommt wieder das Fenster, ihr drückt wieder auf OK
Und dann war es das. Dann habt ihr das installiert. Dann nochmal kurz checken, ob hier kein Meta-Inf-Ordner ist. Wenn keiner da ist, ist alles perfekt. Und dann geht ihr wieder eure Minecraft-Ordner. Ihr könnt dann, um die Shader-Packs auch noch zu installieren, das Ganze ist ähnlich wie Texture-Packs. Braucht man dafür noch einen extra Ordner. Die installiert man nicht. Jetzt auch so in die Jar. Dafür muss man dann statt eines Texture Packs einen Shader Packs Ordner erstellen oder Minecraft starten. Ich mache das jetzt nicht, dass ich hier so einen Ordner erstelle. Das könnt ihr gerne so machen, aber ich mache jetzt. Oh, war's falsch. Doppelklick. Ich mache jetzt einfach hier Minecraft starten. Wenn ihr das startet, dann dauert das ein kleines Momentchen. Könnt ihr direkt als allererstes checken, dass wir die 1.2 haben und nicht die 1.6, die jetzt available ist. Das ist egal. Dass ihr hier, wenn ihr in die Option geht, die Option Shaders habt. Die wählt ihr natürlich dann aus. Und dann seht ihr, habt ihr jede Menge Zeugs. Aber das ist nicht weiter wichtig, weil sobald ihr das geöffnet habt, hat ihr euch einen Shader Packs Ordner in eurem Punkt Minecraft Ordner erstellt. Dann geht ihr da wieder rein, so wie vorhin. Windows-Taste und R, dann Prozent App Data Prozent. Dann geht ihr in den Minecraft-Ordner und dann habt ihr hier den Ordner Shader Packs. In den Shader Packs-Ordner, hier habe ich jetzt ein paar Shader Packs schon drin, könnt ihr euch dann runterladen. Da gibt es dann ganz viele, hier zum Beispiel das SEUS, Sonic Evas Unbelievable Shader. Verschiedene Versionen, die werde ich dann jetzt gleich zeigen. Die packt ihr euch dann einfach in den Shader Packs-Ordner rein. Zack, zack. Zack und zack. So, dann habt ihr die Shader schon installiert. Das war alles. Dann werde ich jetzt noch kurz mit Fraps hier zeigen, wie das dann in Minecraft ausschaut und wie ihr das auswählt. Ist aber nicht kompliziert. Dann sehen wir uns jetzt gleich mit Fraps in Minecraft. So, da sind wir jetzt hier in Minecraft drinne. Zack. Und wenn ihr das jetzt alles installiert habt, dann habt ihr ja hier die Option Shaders. Moment, ich wollte mal eben hier was Chunk Loading Multicore. Shaders, und da habt ihr die ganzen Shader drinnen, die ihr euch installiert habt. Das werde ich jetzt auch mal zeigen. Dann müsstet ihr einfach nur auswählen. Alles andere, was hier noch ist, ist jetzt erstmal unwichtig. Dann drückt ihr hier auf Done. Dann Back to Game. Das ist jetzt leider nicht so ein hoher FPS. Jetzt hier auf 13 FPS. 14. Was man direkt sieht, ist, wenn ich mich jetzt so schnell umgucke, das verschwimmt alles, das Bild. Ist extra so gemacht für ein bisschen mehr Realität. Und dann hat man jetzt hier auch direkt Sonne und den Schatten hier überall. Und dann hat man jetzt, wenn man jetzt noch ein anderes Shader Pack nimmt, zum Beispiel das hier. Momentchen, da muss ja auch mal wieder laden. So. Dann hat man auch das Wasser. Das ist dann. Also mit Water Shader hier, Sun. Und dann bewegen sich auch die Blätter hier, wie man so schön sieht. Oder da gibt es dann noch das hier. Das finde ich ist eines meiner Lieblings-Shader-Packs. Das ist schön hell und freundlich. Das gefällt mir am besten. Schau da. Auch mit Wasser-Shader und Sonne. Es ist sehr, sehr hell. Und auch die Sonne. Dann gibt es auch Sonnenstrahlen und. Und dann nochmal in den Shaders-Pack. Dann haben wir hier noch ein anderes. Da muss er auch nochmal eben laden. Dann auch mit Bäume. Dann aber ohne Wasser. Also da gibt es jede Menge. Dann könnt ihr euch da verschiedene Shader-Packs runterladen. Dann wollen wir nochmal eben gucken, wie viel haben wir noch. Das letzte wollen wir uns auch noch eben angucken, wie das so aussieht. Boah, und die Musik ist ganz schön laut auf den Kopfhörern. Ja, da haben wir dann auch keinen Wassershader, dafür aber Sonne. Blätter auch nicht, ja, okay. Also das ist dann nur mit Sonne, aber es sieht wunderschön aus. Und dann mal eben hier die Musik ausmachen. Boah, war das laut. Also auf den Kopfhörern ist das tierisch laut. Ich glaube, in der Aufnahme ist das super leise, aber auf jeden Fall war es das dann mit der Shader-Installation. Zip. Ja, wir nehmen mal das 10 jetzt hier. Ist eigentlich egal, weil ich wollte jetzt nicht mit Shader machen. Mache ich alles wieder raus. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte und dass es euch gefallen hat. Ja, und dass ihr im nächsten Tutorial, was eventuell kommen wird, wieder einschaltet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao.